Wir machen weiter, wo wir stehen geblieben sind. Damit auch alle wissen, worum es geht. Mit dem Wissen, dass einige mächtige Saiyajin in einem Jahr auf der Erde lernen werden. Bereiten sich die Krieger auf einen harten Kampf. Was gab man, Osi-Fighter? Piccolo hier und es geht weiter. Es ist Bösenbusch, Leute. Böses! Was? Hä? Ist da Ding? One Eye Baba? Alter, was? Oh mein Gott, was ist das für Fußspuren? Ja, von einem Dinosaurier logisch, aber wie interessant. Was? Die Wölfe, die sehen, haben gutes Wolffleisch. Hallo? Das war's. Mehr wird's. Was ist da? Mario Kart? Nein. Hallo? Wir fahren hier Autorennen. Wenn du mitmischen willst, besorg dir zuerst einen Wagen. Oh mein Gott, das merke ich mir. Aber warte, da war doch One Eye Baba. Guck mal, was macht die da? Hä? Hallo? One Eye Baba? Es ist schön, ab und zu in Erinnerung zu schwelgen und Ort aus Vergangenheit zu besuchen. Du willst so einen Ort besuchen, nicht wahr? Ich kann dir helfen, ihn zu finden. Erinnerungsortinformationen kaufen, kosten 1000 Zenny. Ja, geil, Alter, One Eye Baba, Alter. Barbershop, hätte mich auch gewundert, wenn es umsonst wäre. Ausgezeichnet, und offenbar hast du auch genug Geld. Dann fangen wir mal mit der Sitzung an. Ein Erinnerungsort in diesem Bereich wurde auf deiner Karte markiert. Das müsste der Ort sein. Es ist deine Entscheidung, ob du jetzt dorthin gehst oder später. Ja, achso, so ein Erinnerungsort. Wahrscheinlich ist es so ein Ort, in dem man... Ja, okay, so wie im Mutenroshis Haus, Kamehaus, als wir so eine Erinnerung uns nochmal angesehen haben. Ja. Guck mal, hier ist so ein kleines Dorf. Beldorf. Aber Freunde, euch ist hoffentlich bewusst, wer hier vor euch steht, ne? Ihr denkt, ich bin euer Held und helfe euch. Falsch geht doch mal. Piccolo bin ich! Oh nein, ich kann ihn schießen. Jedenfalls, lass aber mal hier weitergehen und schauen, was abgeht. Oh, halt, warte, stopp. Maboy! Tenshinhan und Chaozu. Was geht bei euch? Tenshinhan, du bist viel stärker geworden. Ja, okay. Alter! Dreiäugiger Kämpfer. Beste Beschreibung, ey. Die Stärke, die ich spiele, aber kam also von dir. Anscheinend wusste, dass ich in der Nähe war. Nicht übel für jemanden, der nur Ballast ist. Dieser Piccolo, wie aggressiv. Ja, ist doch normal. Ich bin der Piccolo. Du bist immer noch ein Feind. Dich besiege ich gleich hier, wenn ich... Was? Komm ran. Eins gegen eins? Hast du bei Gott trainiert? Oh mein Gott. Yeah. Komm ran, Junge. Komm. Alter, der will sich echt gegen mich annehmen. Ist das dein Ernst gerade? Ich weiß noch nicht, was bei dir geht. Junge, halt mal Abstand, Alter. Hier ist der Dämonenking. Hast du mich verstanden? Du hast deinen Abstand halt, Junge. Dein Abstand, hab ich dir gesagt, Mann! Der Dämonenking Piccolo. Ja. Let's go. Button Smash it is. Und. Oh, der ist ausgeglichen. Okay. Okay. Mhm. Da geht ja doch noch was bei dir. Denkst du, Junge, ich bin da, ich bin überall. Ich lass sie nicht los. Und wieder hinterher. BATZ! Jetzt hast du den Salat. Komm mal ran, Junge. BATZ, Junge! Ja? Oh mein Gott, warte, ich esse die total! Ich kann mich selbst nicht aufhalten. Oh mein Gott. Okay, das muss ich auch üben. Aber ich spüre die Kraft. Ich bin Piccolo, der Namekian! Oh mein Gott, ich eskaliere total! Oh mein Gott, ich kann mich selbst kontrollieren! Der Ultra Instinct Dodges! Oh mein Gott, jetzt reicht's mir. Was? Du greifst den Dämonen an? Junge! Okay. Jetzt aber! Oh! Ist vorbei, Junge! Lass es einfach! Bleib da stehen! Nimm deine Niederlage an! Ich hab bei Gott trainiert! Ich bin Gott, Alter! Noch nicht, aber ich werde mich noch mit Gott fusionieren, du hast keine Ahnung, ey. Besser als ich dachte, bist du trotzdem. Konntest du meine Höllenspirale ein paar Mal ausweichen. Was mit dir, du Pisser? Nichts. Was schaust du, du? Okay, wir haben hier einmal Attention an Abzeichen. Nehmen wir an. Ey, Chaozu, dein Abzeichen habe ich nicht bekommen, oder was? Ah, der hat eine Nebenquest. Okay, was geht bei Chaozu? Hast du kurz gesagt? Ja, komm. Chaozu bereitet sich auf den anstehenden Kampf mit den Saiyajin vor, aber etwas scheint ihn zu bedrücken. Was ist los? Oh Mann, der ist so süß, ey. Ah, jetzt, okay, jetzt kämpfe ich gegen beide. Okay, ich gehe mal erst auf Chaozu, wenn ich auf den gehen kann, tatsächlich. Ja, guck mal. Chaozu. Okay, im Team sind die auf jeden Fall besser, aber... Was machst du jetzt ohne Chaozu, hä? Du Dummer. Du Dumme. Komm, komm, komm. Ich bin hinter dir, Junge.
Junge, 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 jetzt! So weißt du, das schon erwartet, du drei Augen, du bist ein Mensch, wie kannst du drei Augen haben? Potz! Ah, der ist überlebt, egal. Immer schön Kien hinterher noch. Ah, ich hab kein Kien mehr. Mein Ernst? Oh mein. Jetzt reicht es hier. Ah, okay. Ich hab jetzt eine Medaille von dem. So, jetzt, Leute. Wer ist hier? Maboy Krillin, guck mal, wie der schon trainiert. Der ist schon richtig heiß. Der ist schon. Oh mein Gott. Ey, Krillin, der ist so cool. Krillin, was geht? Trainierst schon fleißig? Oi. Boah, Piccolo. Du siehst stärker aus als sonst. Hast du bei Gott trainiert, korrekt? Kannst du das sehen? Hallo, ich bin. Oh ja, lächerlich. Oh, aber Krillin hat mal wieder Angst. Ja, ja, egal, ich prügel das dem raus. Easy. Komm ran, Krillin. Ah ja, okay. Hast du was auf Lager, oder? Ey, Ruhe bitte, Ruhe bitte. Ich glaub, ihr wisst. Oh, okay. Ja, das macht ja alles. Ja, ich hab ja bei Gott trainiert, ne? Hab's gesagt. Hallo? Slow Motion. So, Krillin, Feierabend. Plant jetzt. Genug hier Krawall gemacht. Schließt sich uns an. Und dann ist auch gut. Mein Boy Krillin nehme ich auf jeden Fall ins Team. Keuch, wir brauchen dich. Nicht schlecht. Danke, ja, bitte. Ich so. Muss ein bisschen stärker werden, Krillin, aber dein Sehabzeichen nehme ich auf jeden Fall an. Genau das. Und heißt, uns fehlt noch einer. Freunde, wer ist es? Wer ist es? Dreimal dürft ihr raten, Leute. Wer fehlt hier noch an der Stelle? Ist doch offensichtlich, ja? Wer hier fehlt. Es gibt nur eine Legende. The one and only. The one and only. Yamchu der Pin. Oh mein Gott, Yamchu. Machst du dich bereit? Bereit für deinen legendären Auftritt? Jeder weiß, was damit gemeint ist, Leute. Aber Yamchu einfach, ja, kann man skippen. Den Boy kann man einfach skippen. Und dann muss man gar nicht zuhören, was er zu sagen hat. Einfach dappen. So, Yamchu, verabschiede dich. Weg mit dir. Das langt mit dir. Ab nach Hause. Jetzt, was hat der Boy zu erzählen? Ist nicht wichtig, Leute. Es geht mal einfach. Ich Yamchu. Braucht man nicht zu wissen. Interessant ist es, was jetzt abgeht. Braucht wahrscheinlich sein Sehenabzeichen. Yeah, dann werde ich mal kurz einen Blick auf meinen Community-Bot. Weil wahrscheinlich ein paar Links oder ein paar Wege freischalten können mit den ganzen Medaillen, die wir bekommen haben. Ich schaue besser mal nach dem kleinen Ratsbänger. Schon wieder. Hoffentlich ist er seit unserer letzten Mitteilung abgeerdet worden. Oh, okay. Ah, Pico, das Sehenabzeichen haben wir auch. So, perfekt, Freunde. Guck mal, ich habe mein Community-Bot ein bisschen umgestellt. Verschiedene Boni hier freigeschaltet. Einmal, guck mal, folgendes verläuft das. Einmal dadurch, dass Gohan jetzt hier mit Goku in der Line ist, gibt es eine Verbindung, ein Skill, sag ich mal. Und einmal, weil es mit Piccolo ist. Und dann müsst ihr eben auch sowas achten. Ihr könnt dann zum Beispiel bei euren Sehenabzeichen schauen. Hier bei Dreieck. Gott zum Beispiel, wenn ich ihn mit Piccolo setze, ein und dasselbe. Ne, die bekommen sie nicht. Ah, nee, die bekommen noch nichts. Für ein und dasselbe fehlt noch ein Link. Aber er bekommt mit einem Madayo, ich schicke dich in die Hölle. Und so tue ich die eben dann platzieren auf dem Commit-Board. Wisst ihr, was ich meine? Warte mal, jetzt der Boy, ach, die hat der nichts. Ach, die, ah, okay, der ist einfach nur so da. Er gibt also Stats Boost. Aber zum Beispiel hier wichtig bei Krillin. Krillin hier an der Stelle mit Yamchu und Goku haben sie Linksel aktiviert. Und dann dadurch, dass ich dann die hier noch in der Linie habe, haben wir hier Geist en Masse noch. Yamchu und Tenshinhan zusammen. Und so ist das, Freunde, mit den Linksels. Also ihr müsst sie quasi in einer Line setzen. Ganz easy. Zum Beispiel für Tenshinhan, Kranenschule, fehlt mir aber noch ein Charakter. Tenshinhan schau so und in der Mitte habe ich auch nicht freigeschaltet sein Sehenabzeichen. So funktioniert das im Prinzip. Ja, und was bekommt man dadurch? Ja, Committee-Fähigkeiten. Ihr seht es, ich bin jetzt bei 5. Und Max wäre dann, ja, was da eben dran steht, was er alles bekommen könnte noch. Das heißt zum Beispiel Chaozu, der Boy, der würde es jetzt mit niemandem linken, aber ich kann ihn trotzdem reinsetzen, damit ich zumindest Stats von ihm bekomme. Einfach hier rein. Komisch, also dass er und Tenshinhan alleinstehend keinen Linkskill haben. Aber wie gesagt, da fehlt halt noch einer von der Kranich-Schule zum Beispiel. Gut, so viel aber auch dazu. Dann gehen wir mal hier an der Stelle Gohan besuchen. Wir sollten hier mal ein Ab... Oh, nein, geht weg von mir. Ein Abstecher bei Gohan machen. Ah, diese Roboter, die verfolgen mich. Ich sehe es schon, ne? Lassen Sie das bitte. Keine Lust auf euch. Oh, da ist eine Nebenstory. Jetzt, wo ich das sehe. Oh, mich interessiert, was das ist, aber... Egal, wir sitzen hier mal mit Gohan. Wo ist der? Ah, da ist der Lappen. Son Gohan, ich komme zu dir. Oh, jetzt. Und zwar... Ah, okay. Anscheinend hast du doch überlebt.
Ah, okay, der hat nur noch ihn gesehen. So, Freunde. Ah! In der Zwischenzeit setzt Son Goku seine mühsame Reise fort. Jetzt geht's los! Kakaroto auf dem Schlangenweg fort, um mit Meister Kaio trainieren zu können. Sehr geil! Vielleicht ist sein Ziel nach einer gefühlten Ewigkeit. Yeah! Da ist der Boy auch schon am Taumeln. Ah, korrekt, okay, jetzt sind wir bei Goku wieder. Komm schon, Goku, lass dir das einfallen. Ah, der ist da. War schön. War schön. Hallo? That's it. Schau nach oben, mein Boy. Yeah. Ah, wie clean das aussieht auch, ne? Olle. Aber wenn hier Meister Kaio wohnt, wo ist er dann? Ja, eine sehr gute Frage, Goku. Wo ist der Meister Kaio? Ah, da ist der Boy. Weißt du, wie man eine Kuh mit einer Axt nennt? Der legt direkt mit Flachwitzen los. Hackfleisch. Ja, schon der Galaxie-Meister Kaio. Der legt einfach mit einem Grüße einfach mit einem Flachwitz los. Oh, vielleicht warst du jetzt zu fasziniert, um mich zu hören. Mann, du bist ein hoffnungsloser Fall. Okay, mal sehen, ob der hier deinen Nerv trifft. Weißt du, wie man ein helles Mammut nennt? Jetzt bin ich gespannt. Ist doch ganz einfach. Helmut. Ich muss sagen, das sind schon übertriebene Flachwitze, Freunde. So richtige Flachwitze, aber gerade deswegen sind die halt, guck mal, wie der jetzt einen ablacht. Gerade deswegen haben die schon was, so ist nicht, also, einfach Helmut. Helmut! Was ist dein Problem? Wieso bist du überhaupt hier? Tja, ich hatte gehofft, dass du mich trainieren könntest. Dich trainieren redet keinen Unsinn, ne? Ich kann niemanden trainieren, der keinen Sinn für Humor besitzt. Bitte was? Komm schon, Meister Kaio, bitte. Tja, das könnte ich wohl, wenn du meinen kleinen Test bestehst. Wenn du einen Meisterkomiker wie mich zum Lachen bringst, werde ich dich trainieren. Moment mal, du willst, dass ich an mich erzähle? Freunde, welchen Flachwitz habt ihr so petto auf Lager? Lasst mich gerne wissen. Ich sag euch mal einen, Freunde. Treffen sich zwei, einer kommt nicht. So, eine Kuh mit einer Axt, nein, nennt man Hackfleisch. Nee, wo wohnt eine Katze am liebsten im Mietshaus? Helmut. Einfach Helmut nochmal schreien. Wo wohnt eine Katze am liebsten im Mietshaus? Let's go, den haben wir raus. Ist voller Zuversicht. Oh, der ist geflasht. Alter, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Keiner weiß, Alter. Du hast Meister Kaio als Trainings-Community-Anführer erhalten und ein neues Community-Board freigeschaltet. In dieser Community kannst du Community-Skills aktivieren, die unter anderem deine EP und deine Abwehr erhöhen. Beteilige dich an dieser Community, wenn du beim Kämpfen strategischer vorgehen willst. Okay, Trainings-Community, sehr geil. Nicht schlecht, nicht schlecht. Uns fehlen noch zwei Stück, die wir nicht haben. Okay. Ja, Meister Kaio, the Legend einfach. Ah, was geht jetzt hier? Ich werde den ultimativen Witz beibringen. Jetzt bin ich gespannt. Keine Lust auf Witze, ich will einfach nur trainieren, so. Ich trainiere mir? Warum hast du das gleich gesagt? Lol. Muss mich zuerst prüfen. Okay, mach mal, komm. Oh, okay. Ist ein Power-Up hier? Und, was sagst du? Ich bin Son Goku. Na gut, ich werde trainieren. So einfach geht's. Der könnte wirklich das Zeug dazu haben. Für die. Ihr wisst schon was, Leute. Könnten sogar die Kaioken meistern. Und vielleicht sogar meine beste Technik. Ja, das wird geil. Die Trainingssession wird geil. Oh, wow, wow, wow. Was geht jetzt? Ah, jetzt bin ich wieder auf der Erde, oder was? Dein Ernst? Ich muss für eine Szene kurz umziehen. Ah ja, wenn ich Gohan bin, dann ist das nicht so schlimm. Ich muss einfach die Perk abnehmen. Ah, der gönnt sich. Der Arme hatte lange nichts zu essen. Ah, das war okay. Was geht jetzt? Ein göttlicher Lehrer. Okay. Yeah, my boy Gohan. Alter, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab, das sage ich euch. Puh, was ich heute wohl so machen werde? Eine sehr gute Frage. Vielleicht kann ich ein paar Dinosaurier jagen. Dinosaurier? Ich bin dabei. Let's go, ich bin dabei.
Mit my boy Gohan. Yeah, Aufstieg. Sehr schön. Und zwar besiegen den herumwandernden Dinosaurier und holen dir sein Fleisch. Ah, jetzt geht's los. Jetzt kommt die Rache. Rache! Junge, jetzt spielen wir mal ein bisschen GTA. Mau, mau, mau. Komm. Verwende Kirsten, um Dinosaurier zu besiegen. Ja, ja, ja. Ich bin schon mitten dabei. Ich bin schon mitten drin. Schaut mal dabei. Mau. Oh, wow. Alter, hat er mich weggekickt. Oh, mein. Hallo? Bleib genau so stehen. Nein. Ey, runter mit dir, ey, runter. Tidum, das war's. War schön. Mal ist Dinosaurierfleisch. Ah, sieht geil aus, guck mal. Ja, okay, nice. So. Juhu. Oh, jetzt kommt Piccolo. Sieht aus, als wäre dieses armselige, weinerliche Kind, das seinen eigenen Äpfel nicht kriegen konnte, schon lange weg. Du bist der Typ, der mich hier ausgesetzt hat. Ich heiße Piccolo. Vergiss das nicht. Das ist doch nicht etwa der Piccolo, gegen den mein Papa vor langer Zeit gekämpft hat, oder? Doch. Das ist jetzt sein neuer Vater geworden. Weißt du ja, wie furchteinflößig ich bin, nicht wahr? Ja, Piccolo kommt doch nicht so. Ah, hier fängt's an, Mann. Hier fängt die beste Relationship an, ey. Piccolo und Gohan. Musste gerade irgendwie an die GT-Szene denken, wo sie sich verabschiedet haben. Gohan, can you hear me? Is that you, Piccolo? Yes, I was helping someone out when it left. What? Call my dad, he can come and get you. Your dad's out of energy, Gohan. The Black Star Balls are too dangerous. If I die, they'll turn to stone and this will never happen again. I don't want you to die! It's okay, Gohan. I know now that it was meant to be this way. Goodbye, my friend. Wow, okay. Son Gohan, also aus Son Gohan ist was geworden, meinst du? Ey, er hat's geschaut, er kann fliegen. Langsam beherrscht seine Energie. Geil. Freue ich mich zu früh. Ein Sparring mit Piccolo? Ich soll ihm Bescheid geben? Ich bin dabei. Gut, dann batchen wir uns mal gegen den Boy Piccolo hier an der Stelle und das Sparring mit unserem Lehrer. Komm, wie der schon da steht. Haha, dieser Piccolo ist so ready einfach. Der ist so bereit. Oh, geile Musik. Alter, heftig, okay. Das ist echt geil, ey. Oh, oh, ich hab schon ein bisschen Respekt vor Piccolo. Jetzt hab ich ihn. Und Masenko! Ah, oh, zu spät eingesetzt. Ey, Piccolo, komm langsam. Oh. Sieht so clean aus, Leco Mio. Was hat ein Gohan alles? Oh mein Gott. Ah. Wow. Oh! Weg mit dir, Piccolo, lassen wir das wieder. Oh! Was selbst los, hä? In dein Gesicht und ich bin weg. Oh! Ah, irgendwie ist getroffen, okay? Ah, warte mal, ich muss gerade übertrieben appreciaten, wie geil dieser Angriff von Piccolo aussieht, ne? Diese riesen Explosionswelle. Batz! Geil, ey, oh mein Gott! Geil, ey. Geil. Oh! Was geht jetzt? Ah, die sind so genial zur Zeit einfach. Ich hab das so vergessen. Also natürlich weißt du noch so, was so abging und so, weißt du, was ich meine? Aber das du mal hier zu sehen, so vor Augen zu haben, 2020, krass. Geil, Alter. Was hat dein Vater erzählt? Er meinte, du wärst nicht mehr der alte Piccolo. Er meinte, du wärst gar nicht mehr so fies. Ah, so geil einfach. Das ist, by the way, die Beziehung zwischen Anski und Azeri. The Legend Azeri. Meow. Geil, ey, ohne Spaß, wirklich richtig clean gemacht. Jetzt hat der Mund und Schlaf, ja, Piccolo, ja, kannst sicher, ne? Kannst die weit nicht ertragen.
Wird sie morgen die Hölle machen. Der arme Gummi, der schlafen muss einfach. Piccolo ist so eine Ratte. Der kann Klamotten zaubern, also kannst du mir nicht verzeihen, dass er auch für eine Decke sorgen kann. Richtig schön gemütlich. Der lässt einfach eiskalt auf dem Boden schlafen, so. Härtetest, Leute. Bootcamp. Oh, dein. Okay, aber nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Dann machen wir einfach mal folgende Leute von heute, während die da schön trainieren. Let's go, ganz easy. Dafür haben wir doch unsere... Oh, Genki-Dama. Genki-Dama o tsukai konashite miro. Alter, geil. Der Hintergrund sieht so clean aus. Wie ich immer sage. Genki-Dama wird aus der gesamten Energie aus seiner Umgebung erzeugt und zu einer Kugel. Genki-Dama, das ist krass. Genki-Dama, wirklich, ist eine richtig geile. Geile Fähigkeit. Spezialtechnik, was auch immer. Angriff, Superangriff. Na klar, jetzt komm, zeig mir die Kaioken. Ah, oh, Kaioken war so episch auch, als es zum ersten Mal kam. Etwas Zeit verstrich und so ein ganz intensives Training mit Piccolo auf der Erde ging weiter. Wow, okay, meow. Guck mal, was ist los? Das ist keine Pause. Denk dran, du isst, schläfst und kämpfst aus. Besteht dein Leben. Wage es nicht, das zu vergessen. Oh. Es ist nur so das. Weniger meckern, mehr kämpfen. Okay, die batchen sich gerade so. Dürfen wir nicht sehen, was zu hart ist. Und ja, da liegt er schon wieder. Wir essen erstmal was, danach geht es aber wieder ans Angemachte. Oh, okay. Ja, ich habe echt Hunger bekommen, Piccolo. Wäre nicht schlecht, wenn wir was zu futtern bekommen würden. Oh, mein ja. Oh, Guan, glaub an dich, komm, let's go. Lol, der will sich nach Hause davon machen. Ich mag die. Dieser Goran, was für ein hinterhältiger Fuchs. Piccolo war schon immer Gedankentraining an der Stelle. Er ist immer parat, Piccolo, hochkonzentriert. Okay, ich brauche was zu futtern, oder wie? Mau, begib dich auf der Weltkarte hierhin. Son Gokus Haus? What? Kann ich echt einfach gehen? Dein Ernst? Ziehen wir mal ab, let's go. Südöstlicher Gebirgebereich wurde freigeschaltet. Mau. Mittlerer Ebenenbereich wurde freigeschaltet. Mau. Hier einfach Son Gokus Haus, rein damit. Hey, warte mal. Wow, wie es meine Mom wohl geht. Der hat es echt davon gemacht. Oh. Zeit für eine Verschnaufspause. Beende deine Trainingssitzung vorzeitig und schleich dich nach. Hau. Was? So, ab nach Hause ohne Pause. Mutter wartet schon auf mich. Da, Mutter, ich bin wieder daheim. Oh, was Chichi jetzt so sagt, die wird mit Save eine rein. Hey, das Ding! Hey! Cool! Ja, wer bist denn du? Du bist Son Gokus Sohn, oder? Ja. Wie cool der ist. Transformationsspezialist Pure. Son Gokus hat vielleicht schon von mir erzählt. Nein, kein Wort, war schön. So ist das. Aber von Yamcha hast du sicher gehört? Yamcha, dein Ernst? Never. Natürlich hast du wunderbar... hallo, was? Hallo? Was führt dich hier? Ah, genau. Ich koche für Yamcha und hier gibt es die besten Zutaten weit und breit. Ich mach besser weiter, ich muss noch einiges sammeln. Einsammeln. Klar, mach das. Okay, das ist okay. Mutter! Spielst du... Oh? What? Was geht jetzt ab? Berserker-Gegner. Fiestlinge namens Berserker-Gegner sind von finsteren blutroten Augen umgeben und wesentlich stärker als normale Gegner. Schalte sie auf eigene Gefahr aus. Bitte, was, wenn ich nicht will? Nee. Komm ran, halt. Boah! Der eine ist schon down gleich. Und mal mit dir. Nice, jetzt kommen den anderen. Autofokus bitte. Batz! In dein Gesicht, Junge! In dein Gesicht! Mein Training war nicht umsonst!
Da bin ich ein bisschen zu viel ausgezickt. Ich habe einfach alles umgeschmissen. Ja, da wurde ich selbst zum Berserker. Das war kein Berserker-Training, sondern ich wurde zum Berserker. Aber gut, kein Thema Polen. Habe ich gern gemacht. Habe ich gern gemacht. Yeah. Kann ich jetzt mal bitte nach Hause poolen? Alles schränkt sich so sehr an. Ja, das sollst du auch machen. Ich hab Hunger, please. Ah! Seelenabzeichen von Pool, okay. Annehmen. Auf jeden Fall. Okay. Piccolo, jetzt Mutter! Ah, Piccolo, der ist mir schon auf der Lauer. Der ist zwar so klar von dir. Jedenfalls, Freunde, würde ich sagen, wir machen langsam Schluss für diesen Part. Guck mal ganz kurz, was daheim abgeht. Meine Mutter ist wahrscheinlich nicht zu Hause. Aber wir machen dann von ihr aus weiter. Wir müssen jetzt nämlich zum Blake-Sumpf. Also es geht dann mit der Story weiter. Ja, lasst mich gerne wissen, wie ihr das Ganze gefunden habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, I'm done. Next time you ain't won't be around.